bist Inhaber der Firma. Schnittpunkt. Schnittpunkt, genau. Und das Studio verrät es schon. Also heute ist hier alles wirklich, ich habe eine Gänsehaut. Ich bin total freudig erregt. Weil du stehst für mich als Revolution der Bildwelten in Deutschland, jetzt symbolisch hier. Aus Köln angereist, ganz frisch. Ja, Schnittpunkt. Vielleicht beginnen wir wirklich hiermit und hinter dir der Monitor mit deinen Gesichtern. Was machst du? Was sieht man hier? Ich beschäftige mich damit, wie man professionell auf dem iPhone Videofilme produzieren kann. Und es gibt ein Zitat von dir, habe ich gelesen. Ich kaufe mir nie mehr eine Kamera, mit der man nicht telefonieren kann. Genau. Ist nicht hundertprozentig eins zu nehmen, weil ich kaufe natürlich auch noch professionelle Kameras. Aber wie gesagt, so mein Steckenpferd oder eine meiner Tätigkeitsgebiete ist die Produktion mit dem iPhone. Und es revolutioniert natürlich schon die Produktion, weil man mit dem iPhone nicht nur die Kameraaufnahme machen kann, sondern man kann auch damit schneiden. Und kann dann anschließend diese Bilder übertragen, direkt zum Sender oder eben auch direkt in Facebook und es der Weltöffentlichkeit damit greifbar machen. Ja, und die Palette geht wirklich von der Nachbarin, die jetzt ganz neu ein Telefon hat, bis hin zu dem Vollprofi in großen Sendern. Also das ist so das Portfolio der Menschen, die du sozusagen auch belieferst. Was verkaufst du da? Was machst du da? Also mein Interesse besteht darin, für die professionelle Videoproduktion Lösungen zu finden, die es sonst nicht gibt. Also entweder preislich gesehen, dass wir wirklich extrem preiswert sind oder dass wir Produkte haben. Ein Schwerpunkt von uns sind Teleprompter. Das heißt, die Geräte, die Nachrichtensprecher brauchen, um Texte abzulesen, die bieten wir für den Außeneinsatz, aber auch für den Einsatz im Studio an, in allen verschiedenen Größen. Und das eben in einer sehr guten Qualität und zu unschlagbar günstigen Preisen. Entweder ist die eine Sache der Preis oder eben Dinge, die man sonst nicht finden kann.